Hier, Papa. Alles Gute zum Vatertag. Oh, danke schön, Schatz. Jetzt kannst du alles tun und lassen, was du willst. Echt? Solange Mama das sagt. Oh, ey. Schatz. Ja. Sag bloß, du bist müde, weil du heute am Brückentag arbeiten musstest als Einzige. Oh, juckt der Finger. Oh, eine Runde Mitleid für Christi, bitte in die Kommentare. So. Ja, spendet ihr ein bisschen Mitleid, mimimi. Ja, ich gehe schlafen. Ich weiß nicht, ob ich heute im Live mache. Klar bist du im Live. Ich weck dich schon. Ich weiß aber nicht, ob ich wach bin im das Live. Das ist mir doch egal. Mit dem Wasser, kalten Wasser wirst du schon wach. Weil mein Mann macht mir ja noch immer mehr einen Kaffee. Mit dem kalten Wasser wirst du schon wach. Emilio, was machst du da? Ich wollte ein Experiment machen. Hä? Was ist denn das? Das ist Schleim. Ich wollte testen, ob die Vermutung von meinen Klassenkameraden stimmt. Wenn ich das Lego-Teil hier in den Schleim lege und dann so mache, dass es weg ist. Oh, ey. Sie hatten recht. Nur wenn so ich so mache, ist es auch nicht da. Wenn ich so mache, ist es auch nicht da. Du bist ein Zauberer. Du bist ein Zauberer. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Dann kam die Hexe und knallte es so bald. Gretel fiel nieder und Hänsel machte sie kalt. Geh weg! Gretel machte Hänsel, ach nee, Hänsel machte die Hexe einfach bitterkalt. Sieg für den Gretel! Kann das sein, dass du mir heute ein bisschen auf den Sack gehst? Nerv ich dich? Nerv ich dich?
Nervig dich? Nervig dich. Du gehst noch einen Sack. Bah. Du zuckst. Du zuckst, wenn du... Was hast denn du genommen? Was hast denn du genommen? Ich war bloß Auto waschen. Was hast du in der Zeit gemacht? FIFA gespielt. FIFA. Und ich hab gewonnen. Wie immer. Da kann der Vibes ein Lied vom singen. Der nächste Kandidat ist? Seppi. Forderst du ihn mehr raus? Ich heraus. Heute gibt es Spargel mit Kartoffeln. Habe ich extra beim guten Bauern geholt. Ich mag aber keinen Spargel. Ich auch nicht. Spargel mit Kartoffeln und Schnitzel extra vom guten Bauern. Was ist los mit euch? Ich esse dann... Kinder, haben Papa. Sie gesagt. Das ist toll, haben also sie gesagt. Papa. Kriegt Eltern, haben sie gesagt. Wird toll, haben sie gesagt. Sie haben aber nicht gesagt, dass sie einem auf den Sack gehen. Boah, Papa. Papa. Also ich würde mal sagen, du hast eine echt schlechte Kindheit gehabt. Ich verstehe es nicht. Ich muss meine Haare heute noch waschen. Ja, ja und? Das wird wieder voll lange dauern. Ja, wasch sie doch morgen. Nee, das geht gar nicht. Hä? Wieso? Dann komme ich mit meinen Waschtagen durcheinander. Und ich muss zum Sonntag gewaschene, schöne Haare haben. Waschtag? Ja? Frauen planen, wann sie ihre Haare waschen? Ja? Hä? Hä? Voll normal? Nein. Okay. Ja, da können wir Männer halt nie mitreden. Schatz! Ja? Ich denke, du bist auf Diät. Bin ich doch. Das ist schon dein dritter Schokoriegel. Was ist das für eine Diät? Eigentlich wollte ich 5 essen. Ich nenne es Schokodiät. Schokodiät? Hm? Ah ja. Wo? Nee. Ich bin auf Diät. Ich halte meine Diätversprechen. Das sind wichtige Proteine. Energielieferanten. Proteine. Eiweiß. Ich habe das Gefühl. Papi! Ich habe das Gefühl. Welches denn? Dass eure Handys ohne euch besser klarkommen? Nicht leben können. Papi! Dein Handy kann auch nicht ohne dich leben, ne? Hilfe! Hilfe! Happy! Ich brauche Hilfe! Hilft mir! Hilf! Hallo Mama, ich bin wieder von der Schule da. Schatz, wie war's denn? Ich bin im Bad. Oh, war anstrengend. Ich leg mich jetzt erstmal hin. Aber denk dran, dass du nicht so lange schläfst, ja? Ja. Sag mal, willst du nicht langsam mal wieder aufstehen? Was? 19.08 Uhr? 28. Januar 2023? Wer ist denn das auf deinem Arm? Es ist deine kleine Schwester, die ich 9 Monate in mir getragen habe, wo du gepennt hast. Wo ist denn die Gewinnerin? Gewinnerin. Ich liebe diese Filter. Oh, ist geil. Geil. Ist ein bisschen grün, aber türkis, aber... Stanley, guck mal. Guck mal. Was denn? Louis. Milly? Ja? Nein. Was ist denn? Maggie! Bei Maggie funktioniert's nicht. Ich
Leute, ihr kennt das doch sicher. Ihr kommt von der Arbeit, seid kaputt, fix und fertig, die Frau ist noch bei der Arbeit. Ja, dann setzt euch ein bisschen auf die Couch, wollt ein bisschen entspannen. Und dann geht's los. Papa, du wolltest doch mit mir spielen. Papa, ich habe Hunger. Du wolltest doch was zu essen machen. Papa, ich habe da einen Tipp für euch. Ich mache das jetzt so, dass ich den Jungs einfach sage, ich lege mich eine Viertelstunde hin, weckt mich dann und dann räumen wir gemeinsam euer Zimmer auf. Seitdem kein Papa mehr. Leute, ihr kennt das doch sicher. Ihr kommt von der Arbeit, seid kaputt, fix und fertig, die Frau ist noch bei der Arbeit. Ja, dann setzt euch ein bisschen auf die Couch, wollt ein bisschen entspannen. Und dann geht's los. Papa, du wolltest doch mit mir spielen. Papa, ich habe Hunger. Du wolltest doch was zu essen machen. Papa, ich habe da einen Tipp für euch. Ich mache das jetzt so, dass ich den Jungs einfach sage, ich lege mich eine Viertelstunde hin, weckt mich dann und dann räumen wir gemeinsam euer Zimmer auf. Seitdem kein Papa mehr. Meine Frau hat gesagt, ich soll das ins Bad stellen. So. Licht. Ist das dein Ernst? Dein Ernst? Ich hab's ins Bad gestellt, wie du gesagt hast. Was war denn jetzt? Was ist denn daran falsch? Seit wann steht das bei uns auf dem Fußboden? Du hast gesagt, ich soll's ins Bad stellen. Hab ich gemacht. Und tschüss. Männer.